bist und bliebst im Mingasil, Victoria Michael. Erst Unterschrift, dann Training. Gerade einmal 3 Stunden, nachdem René Klingenburg seinen Vertrag bei Viktoria Köln unterschrieben hatte, war er schon beim Trainingsstart der Höhenberger dabei. Und wie war es beim ersten Training vor der neuen Saison? Ja, sehr schön. Freut mich, wieder zu Hause zu sein. Ja, ich meine, durch Corona mussten wir alle ein bisschen länger spielen. Also denke ich, hat auch jeder ein bisschen länger mal ein Päuschen gemacht. Trotzdem haben wir natürlich unsere Hausaufgaben zu Hause gemacht. Immer schön laufen. Gut, Urlaub ging jetzt nicht. Ich konnte zwar eine Woche weg, aber man nutzt natürlich dann oder versucht die Zeit mit der Familie dann zu nutzen. Ja, auf jeden Fall. Also ich war sehr überrascht heute, dass es so warm ist. Aber gut, um reinzukommen, denke ich, war es schon eine gute Einheit. Und wie sieht Markus Stegmann den Viktoria-Rückkehrer? Ja, René Klingenburg ist ja ein hier sehr bekannter Spieler, hat er hier auch gespielt. Damals galt er ja noch als großes Talent, großes Versprechen. Hat sich dann aus seinem Tief, denke ich, hervorragend rausgekämpft, große Moral bewiesen. Zuletzt in Münster, denke ich, eine herausragende Saison gespielt in der 3. Liga. Zu Recht dann auch der Wechsel in die 2. Bundesliga zu Dynamo Dresden, wo er ja auch sehr viele Spiele machen konnte. Und wir sind froh, dass wir ihn für uns gewinnen konnten. Das ist ein Spieler, der von seinen technischen, von seinen läuferischen, von seinen Schnelligkeitswerten, denke ich, sehr viel mitbringt. Entscheidend wird sein, dass wir ihn auf den Punkt fit bekommen. Und dann kann er für uns ein sehr wichtiger Spieler werden. Du bist und bliebst im Mingasil, Victoria.